Wisst ihr noch, im letzten Video habe ich euch erzählt, was alles verschoben wird oder verschoben wurde bisher. Darüber hinaus, Leute, ist das die erste Season, seitdem Rainbow Six Siege draußen ist, dass es keine Mid-Season-Reinforcements gibt. Ja, ich weiß. Was bedeutet das? Das bedeutet, bis zu dem Zeitpunkt, wo die LMGs genervt werden sollen, angeblich, soll das nächste Season sein. Also ich habe vor einem halben Jahr das LMG-Video gemacht. Da hat die Meta aber schon circa anderthalb, zwei Monate existiert. Bedeutet, die LMG-Meta besteht 9 Monate. Ich erinnere euch daran, es gab mal eine Zeit, wo die Roni absolut overpowered war und innerhalb von einer Season genervt wurde. Also könnt ihr euch in etwa ausmalen, worum es heute gehen wird. LMGs. Ja, ich meine, wenn der Braten schon existiert, dann können wir ihn auch ausnutzen, nicht? Fuse LMG, IQ LMG, Capitao LMG, Ying LMG, Sophia LMG, Amaru LMG, oh ach ja, und Gridlock LMG. Und da, wie wir wissen, es meistens so weit kommt, dass wenn ich ein Video machen will, immer auf der falschen Seite starte, bin wir hier Maestro. Vielleicht könnte man noch Tachanka machen, aber das ist buchstäblich die schlechteste Waffe in der ganzen Defense. Schlechter als die M12 von Cavera und schlechter als die UMP von Pulse und Castle. Jetzt wird LMG abused. Kurz eben nochmal zwischengeworfen. Meine eigene Box ist noch bei Triebwerk verfügbar. Vielen lieben Dank auch für die positive Resonanz bezüglich des Geschmacks und dem Schlüsselanhänger. Die Box ist fast ausverkauft und wer noch eine abstauben möchte, der Link ist in der Beschreibung und mit dem Code Jericho bekommt ihr nochmal 10% Rabatt. Oh nein, ich bin noch auf den Südostasia-Server vom letzten Video. Scheiße, ich muss die Server noch umswitchen, Mann. Hello, Team. Yes. Es war so klar, dass hier oben ein verschissener so Liege schimmelt, weil alle so gerne roamen gehen in diesem Game. Wir starten immerhin in der Attack, das ist schon mal gut. Einfach Thermite gebannt. Bin ich denn hier gelandet? Wir gehen nach der Reihe, also fangen wir mit Yusuf an. Junge, sie packen die Strats aus. Ich bin hier schon wieder am Durchkotzen. Jede Hedge auf. Willst du Unranked ballern? Nein, du musst hier am Abend einfach alles durchstratten. Weil heutzutage jeder ein Pengu 2.0 ist. Was haben die denn gemacht? Oh yes. Alles in Rainbow Six macht einen Sound, aber das höre ich natürlich nicht. Warum sollte ich auch? Ist ja auch eine Rainbow Six Siege, oder Ubi? Pinker. Oh mein, ja, die haben da Mirror-Fenster, ich raste aus. Du darfst kein Casual mehr spielen. Oh mein Gott. LMG! Ubisoft, guck mal. Ich bin total schlechter Gunner, okay? Es reicht, um die Leute ein bisschen umzuballern, hier mal da. Aber ich bin wirklich nicht bekannt für gutes Aim. Und selbst ich kann damit die Leute umballern. Nein, mein eigener Mate! Ich habe auch ein LMG. Du meinst die höhere Feuerrate. Diese alle Finker spielen. Maestro ist aber auch irgendwie ein geiler Operator. Ey, keine Ahnung, warum ich den so wenig spiele. I am the Sniper. Ich glaube, das ist einer der inhaltslosesten Videos, die ich in meiner ganzen YouTube-Zeit gemacht habe. Einfach mit LMGs umballern. Why am I an idiot? Why the fuck would you ban Favela? We said we ban Canal. I didn't do anything. Why not? Fingers not work? No, fingers not work. Oh, fuck off. Warum? Das ist, glaube ich, das Einzige, was mir gerade einfällt. Sollen wir denn mal den Rom und den Maestro machen? Junge, wie sie es wissen wollen.
Also down that corridor, holding shield, facing. There's another one there. Ich glaube, der hat einen Soundbug. Mein Schild ist das jetzt. Why are you right pinging, you idiot? Oh, das wird eine toxische Runde. Seit wann ist Casual bzw. Unranked so schwer geworden? Mit Osa, Topfloor, Ausdronen, Lionskin zur richtigen Zeit. Ich hatte auch extreme Probleme, diese Season aus Gold rauszukommen. Ich bin in Silber gelandet übrigens am Anfang. Auf meinem Main-Account habe ich eine 0,6er KD. Es geht einfach nicht. 0,6, Leute. Dann spiele ich mit meinem Zweit-Account und habe eine 1,5er und bin Platin 1. So kann es gehen halt, ne? Unterschiedliche Elos. Ich glaube, ich brauche mit Maestro jetzt unbedingt die Contacts, weil die ganze Zeit nur außer spielen und es nervt. Junge, wie kann man so gerne Lion spielen? Nein! Mann, ich bin aber auch immer vom Gieriger. Defuse. Stick. Good job. Das war aufregend. Das hat gekribbelt. Kann ich das so kaputt machen? Ja! Dann unrolled. Okay, Entschuldigung. Ich hoffe, neuer Operator bekommt irgendwann die F90. Aber bis dahin, LMG ballern. Oh mein! Ich war so überfordert. Ich sag euch, da schimmelt jetzt einer wieder in der Garage. Und deswegen nehmen wir Smoke Grenades mit, weil die Mira bestimmt ein Mira-Fenster in Richtung Garage hat. Da, was hab ich gesagt? Oh yes! Einfach. Ah! Boah, ich würde so gerne Mira gerade spielen und die so hart weg. Ey. Aber nein, ich muss ja LMG spielen. Nook in Elevator. Ich bin genau diese Art von Spieler, die ich hasse. Er spielt auch LMG. Ich mach's aus anderen Gründen als er. Er crouch spammt, hat die Ding gesehen. Drei Kugeln, Ente drehen! Oh! Ich glaube, der hat mich nicht gesehen wegen dem Smokey. Oh! Was war das? Was war das? Bin mal gespannt, was da kommt. Oh mein! Zwei Bandits! Bin mal gespannt, was da kommt. Beziehungsweise, wie genau die den Balance-Patch machen. Und das ist der Grund übrigens, warum Rank 2.0 verschoben wird, weil sie das nach vorne ziehen wollen. Wie er wieder mit seiner Pumpe angeschissen kam. Ja, wie gesagt, wir bekommen diese Season kein Mid-Season-Reinforcement, keine Balancing-Changes, weil kommende Season, Season 3, sollte ja eigentlich Rank 2.0 kommen. Das wird nach hinten verschoben und dafür kommt ein gewaltiger Balance-Patch. Aber naja, auf jeden Fall sagt YouTube, dass das Video für euch am besten zugeschnitten ist. Freut euch auf das nächste Video. Wir sehen uns bis dahin. Macht's gut.